Herzlich willkommen, freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben eine kleine Reise gemacht, tief in die Schweiz, zur Waffenbörse Luzern. Das war, glaube ich, schon die 30. Waffenbörse in Luzern und selbst den meisten Deutschen wird es ein Begriff sein. Ich war zum ersten Mal da, war wirklich interessant, hat sich gelohnt. Klar, wenn man eine weite Anreise hat zu einer Börse, wo man dann keinen Waffenerwerbschein hat, ist die Frage, muss jeder für sich selber wissen, ob es sich für ihn lohnt. Ich mag auf jeden Fall davon erzählen, war echt toll, hat Spaß gemacht, tolle Leute getroffen und wir haben Spaß gehabt. Ich gucke hier nebenher ein bisschen auf den Bildschirm und blende euch dann Fotos ein. Wie ihr auf dem hier Bild hier seht, das war relativ nah am Eingang, Militaria, die Schweizer Käppis, Zweite Weltkriegssachen. Und oben seht ihr natürlich topmodernes Präzisionsgewehr. Ich weiß gerade gar nicht, was es ist. Ein Hähnel oder ein Brügger und Thomet. Es waren moderne Händler da, wie Sig, wie heißen sie jetzt? Sig Sauer, sie haben sich schon wieder umbenannt. Die waren da, die modernen Sig-Waffen, einen großen Stand gehabt. Und es waren diverse Händler da. Es war eine Endkundenmesse, wo man direkt die Waffen kauft. Gebrauchtwaffen, Neuwaffen, hier. Die Schweizer werden es nicht mögen, wenn ich sag, aber ich sehe es durchaus ein bisschen so, der Star Norinco Typ 97. Das Pulpab Sturmgewehr für 1200 Franken. Das ist ein Kampfpreis. Es ist eine Waffe, die auch nicht Mängel oder Schwächen, aber sie ist einfach. Sie ist sehr einfach gebaut. Sie hat zum Beispiel den Sicherungshebel hinten. Da habe ich meinen VRS2, habe ich extra hier. Mein VS2-Gewehr, der Sicherungshebel ist hier vorne, sehr praktisch. Das Norinco Typ 97 hat ihn hier hinten, also auf der anderen Seite, auf der linken Waffenseite. Das ist natürlich nicht ideal, keine Frage. Ganz viele Händler haben das Gewehr gehabt. Ich will euch dazu noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe vor 3 Jahren etwa, vielleicht ist sogar noch länger her, da war die dritte Generation noch nicht auf dem Markt. Ihr seht hier auf dem Foto die dritte Generation mit dem Keymod-Handschutz. Wo noch der Vorgänger auf dem Markt war, da habe ich Norconia angeschrieben und gefragt, ob sie es nicht importieren wollen, weil das am Markt gekauft werden würde wie sonst noch was. Nein, sie hatten kein Interesse. Sie haben kein Interesse, die Schweizer importieren es und verkaufen es offenbar wie geschnitten Brot. In Kanada sind ja die meisten AK-Modelle, AR-15-Modelle verboten. Das Typ 97 ist in Kanada erlaubt, wird verkauft wie geschnitten Brot. Naja gut, finde ich sehr schade, dass Norconias nicht auch nach Deutschland importiert. Eine sehr interessante Waffe, sehr günstige Waffe. Und da, ich bin mir so sicher, das ist die Zivilversion vom chinesischen Sturmgewehr. Die PLA, müssten sie heißen, People Liberation Army, das ist das Standardsturmgewehr, der PLA. Das wird richtig zuverlässig sein. Da gehe ich wirklich von aus. Ja, jede Menge Sammlerwaffen, Scorpion, jeden zweiten Stand war eine Scorpion, 750 Franken sowas, 800 Franken und das war auch wirklich das, was mich überrascht hat. Liebe Schweizer, die Waffen haben ja richtig gute Preise bei euch, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hatte durchaus erwogen, also ich bin da schon hingefahren und habe überlegt, ist mir offen gehalten, mir was zu kaufen. Ich hätte es natürlich auf der Messe nicht mitnehmen können, aber die Schweiz ist Teil des Assoziierungsabkommens. Mit EU-Papieren kriegt man da die Waffen relativ einfach nach Deutschland. Man muss halt nur auf den Beschuss achten. Ja, hier ein P38L, 20.000 Franken. Ja, seltenes Sammlerstück. Seltene Sammlerstücke sind es wert. Ja, viele Wehrmachtspistolen oder überhaupt deutsche Pistolen aus der Zeit. Erster, Zweiter Weltkrieg. Klar, die sind interessant, die werden viel gesammelt. Es gab nach dem Zweiten Weltkrieg viele Importbewegungen von Waffen aus Deutschland in die Schweiz. Da gab es einige engagierte Leute, die das einfach erkannt haben, dass man da gebrauchte Waffen für ein Apfel und ein Ei bekommt und die in der Schweiz gut verkaufen kann. Und daher
gibt es in der Schweiz einen soliden Bestand an den Waffen. In den USA war das nicht so, da sind die immer nur durchs US-Militär in Einzelstücken rübergekommen. Klar, nachher auch mit großen Händlern und so weiter. Ja, eine kleine Ausstellung war da, Panzerbekämpfung. Den fand ich richtig gut hier. Den Schützen mit den Gewehrgranaten, richtig toll. Ich blende es euch ein von Dale, eine der besten YouTube-Serien über Waffen, die es überhaupt gibt. Respekt, Dale, richtig toll, über die Technik der Schweizer Gewehrgranaten. Es gab den Volksaufstand in Ungarn, da kam ein großes Umdenken beim Schweizer Militär. Und dann kam das ganze Konzept mit dem Sturmgewehr 57, dass jeder einzelne Schütze in der Lage ist, die Panzer der Roten Armee zu vernichten. Deswegen hat die Schweiz dieses unglaublich teure und aufwendige und schwere Sturmgewehr beschafft. Was es in dieser Art sonst meines Wissens nach nirgends gibt. Das wird eines der schwersten Sturmgewehre überhaupt sein. Wahrscheinlich ist es das schwerste Sturmgewehr. Und jeder Soldat ist in der Lage, präzise Einzelschüsse abzugeben. Man hat quasi ein Leicht-MG und die Möglichkeit für Gewehrgranaten. Ja. Ihr seht da das Sackmesser, wie der Schweizer sagt, wie es runterhängt. Und auf dem Zweibein ist dann eine Skala für die Entfernung. Und dann kann man die Gewehrgranaten in die entsprechende Entfernung schießen. Im Steilfeuer, wie ein Mörser. Ja, rückstoßfreies Geschütz und Panzerfäuste waren noch da. Ja. Repetierflinten, jede Menge Repetierflinten gab es an einem Stand. Natürlich auch bei uns verbotene. Hier ist noch ein Foto. Ich kann mich noch erinnern, das wurde in einer Waffenzeitschrift mal thematisiert. Diese Schnupfmaschine, ein K31 Karabiner, umgebaut für Schnupftabak. Den hält man sich dann in die Nase und schießt sich dann den Schnupftabak in die Nase. 400 Franken, das ist ein echt guter Preis, wenn man überlegt, dass da noch dran rumgebaut wurde. Vielleicht hätte ich ihn gekauft, die Schnupfmaschine, vielleicht, aber die ist halt waffenrechtlich leider immer noch relevant in Deutschland. Daher musste ich da gar nicht so intensiv drüber nachdenken. Ja, mein VHS-2-Gewehr. Mein Gewehr. Lange ausgesucht. Dieses tolle Gewehr. Habe ich 1.900 Euro für bezahlt. Und dann stelle ich fest, auf der Waffenbörse Luzern hätte ich es günstiger bekommen. Und sogar ein Springfield Hellion. Na gut, ich mag lieber das Original VS2. Aber mit US-Beschriftung 1620 Franken. Das ist ein guter Preis. Ein richtig guter Preis, ja. Die Street Sweeper. Ja, hätte ich mir durchaus kaufen können und importieren, aber es ist keine gute Waffe. Ich blende euch da noch ein Video ein von Ian McCallum von Forgotten Weapons. Ja, das Mittagessen. Ich bin ja oft in der Schweiz, aber da habe ich mir echt schwer getan. Ich habe dann da unten Kirschtorte gegessen, weil es war das Einzige, was ich bestellen konnte und wusste, was es ist. Nee, Quatsch, habe ich nicht. Ich habe da Krackets mit Hörnli gegessen. Ja, das sind so Nudeln mit Hackfleischsoße. Egal, wird euch nicht interessieren. Ja, das ist das letzte Foto. So sieht es dann auf dem Parkplatz aus. Die Gewehrkartons, ein super Foto. Wobei, natürlich Sauerei. Wenn ihr die Kartons dahin geschmissen habt, schämt euch, geht gar nicht. Was habe ich mir mitgenommen? Ich habe mir einen Strafzettel mitgenommen, so ein Mist. Ich bin auf dem Heimweg geblitzt worden, 13 km/h zu schnell. 13 km/h in der Schweiz, das wird teuer. Mist. Konvertierte Uzi. Original israelische Uzi. 1200 Franken. Ah, die darf man nicht importieren. Spaß 15. 400 Franken.
Der kriegt man bei uns in Deutschland nicht für 400 Franken. Boah, ich weiß nicht, ob ich mir die direkt mitgenommen hätte. Die hätte ich mir wahrscheinlich direkt mitgenommen, wenn es erlaubt wäre. Aber ist sie leider nicht. Ja, ich habe leider hier nicht viel Kataloge und so weiter. Viele Grüße an den Herrn mit den Schweizer Dienstvorschriften. Danke. Wir haben ein paar Dienstvorschriften gekauft. Ja, das Jungschützenprogramm. Sehr interessant. Könnte sich Deutschland eine Scheibe von abschneiden. Das komplette Reglement habe ich auch. Sturmgewehr und Pistole. Was habe ich mir gekauft? Ich habe mir gekauft, viele Grüße an Military World. Ein spektakulärer Laden, wenn ihr mal im Dreiländereck seid. Deutschland, Österreich, Schweiz. Da beim Bodensee, beim Rheinzufluss. Da gibt es einen kleinen Ort, da ist St. Margarethen und das Military World. Wenn ihr euch für militärische Antiquitäten begeistern könnt, lasst euch diesen Laden nicht entgehen. Viele Grüße. Habe ich mir eine Kleinigkeit mitgenommen. Made in Austria. Das Reinigungsgerät 62 müsste es heißen. Ihr wisst wahrscheinlich, ich habe einen kleinen Faible für Reinigungsgeräte. Das habe ich mir auch mal beim Military World mitgenommen. Das ist für die Steyr-Maschinenpistole. Ja, und das ist fürs FN-Fall. Für das Sturmgewehr vom Bundesheer ist relativ selten. Das ist ein normaler Preis. Das kriegt man bei uns auch nicht günstiger. Ja, gebraucht. Durchaus gebraucht. Noch eine Bürste. Ihr seht, hier sind dieselben eigenartigen Bürsten drin mit den Anschlüssen auf beiden Seiten. Und wofür auch immer. Mal noch Gedanken machen. Ein Werkzeug. Ich habe keinen FN-Fall. Mal noch rausfinden, wofür es ist. Und eine Putzschnur. Auf der anderen Seite ist dann ein bisschen Werk drin. Also kein Docht, sondern Werk. Wenn wir gucken, dass das hier, da muss ich den mal wieder richtig einhängen. Ich habe ein Video über das Waffenreinigen mit Werk, kommt aber erst noch. Ich vermute fast, das hat aber der Besitzer dann nachher da reingelegt. Ich glaube nicht, dass das Bundesheer mit Werk gereinigt hat, aber ich weiß es nicht. Ja, das habe ich mir mitgenommen und das habe ich mir mitgenommen. Das ist für alle Selbstverteidigungsinteressierten, Pfefferspray-Interessierten was ganz Besonderes. Ich bin ein großer Anhänger von Hörnecke. TW1000 ist Hörnecke, der Behördenausstatter. Das hängt übrigens bei mir im Auto mit diesem Scheibenzertrümmer und Gottschnader. Das hängt immer so in der Tür. Da bin ich ein großer Anhänger von. Sobald ein Pfefferspray-Hersteller mit einem Schärfegrad wirkt, ist das einfach Unsinn. Das machen die kleinen Hersteller, die nicht mit Behördenaufträgen als Referenz aufwarten können. Wenn man Hörnecke fragt, was sie denn als Referenz haben, wie viele Behörden bei ihnen einkaufen, dann ist die Liste wahrscheinlich so lang, dass die gar nicht in ihren Computer passt. Ein kleiner Witz, dummer Witz. Alle, von Litauen bis hin zu überall wird von dieser Firma beschafft. Und der zweite große Player ist IDC. Ja, IDC beschaffen auch viele Behörden. Auf meinem Blog habt ihr die vielleicht schon gesehen hier, diese Pfeffersprühgehäuse. Das sind für einen Behördeneinsatz professionelle Gehäuse, sind relativ teuer. Sowohl in Deutschland wie auch der Schweiz. Da habe ich mal auf dem Blog was gemacht. Das ist ein ganz schlimmer Verschluss. Ganz, ganz schlimm. Und das ist ein normaler Clip, kann man umstecken. Als Rechtshänder benutzt man das Pfefferspray mit der linken Hand, weil man mit rechts sich wehren will,
Einsatzmittel verwenden will oder sonst was. Und dann, wenn man es am Gürtel trägt zum Beispiel, gehört der Clip links hin, weil man es mit links einsetzt. Wenn man das dann sich irgendwo an die Weste hängt oder sowas, dann ist das eine andere Sache. Aber nur jetzt mal für den Sinn und Zweck, den vorgesehenen Zweck. Ja, das Besondere daran ist, das ist ein Pava-Spray. Pava ist der künstliche Pfefferwirkstoff, Vanillin, was weiß ich was, der auch in Gaskartuschen drin ist, Tränengaskartuschen für Schreckschusswaffen. So, jetzt brauchen wir echt mit dem Licht. Oh je, jetzt habe ich wieder die Giffaslampe der Schweizer Armee. Verträgt sich nicht so gut meiner Kamera. Auf jeden Fall steht Tierabwehr drauf. Das gibt es auch in Deutschland zu kaufen. Bei einem Händler, ich glaube bei Etzel. Abwehr gegen Tiere. Ja, genau. Das ist also so eines der ganz, ganz wenigen Pava-Sprays. Wollte ich mir eigentlich in Deutschland schon bestellen, aber ich habe mir gedacht, bevor ich mir das irgendwo bestelle, dann kann ich es mir auch gleich in der Schweiz mitnehmen. Weil steht ja Tierabwehrspray drauf. Genau. Bei Hörnecke zieht man diesen Schieber hinter und dann kann man es rausnehmen. Funktioniert. Ist einwandfrei. Das ist ein bisschen ausgeklügelter. Das zieht man hier hinter und dann zieht man das hoch. Da muss man aufpassen, dass einem das ist eine Trainingskartusche, diese Teile hier nicht rausfliegen, diese Abdeckplatte und den Clip. Dann packt man das da rein. Und ja, was kostet das? In komplett Gehäuse und Spray, da ist man schon fast bei 50 Euro sowas. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Ist Pava besser? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist ziemlich egal. Oleuresin Capsicum, OC, was man fast jeden Pfefferspray drin hat, ist ein natürlicher Wirkstoff, da hat man halt mehr Schwankungen als beim Pava. Und das hat halt immer ein konstantes Ergebnis. Ja, es ist sogar hier das Gehäuse vom Tierabwehrspray. Das ist ein ziviles Gehäuse und das hier müsste ein behördliches sein. Reitstoffsprühgerät, genau, das ist ein behördliches Gehäuse. Und eine Behördenkartusche ist dann ein verbotener Gegenstand. Habe ich aber hier nicht liegen. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Es gibt noch was ganz Wichtiges zu erzählen über die Waffenbörse Luzern. Wer ist der wichtigste Stand? Wer hat den wichtigsten Stand? Die Kantonspolizei mit dem Waffenbüro. Jetzt, für alle, die das nicht wissen, haltet euch fest, in der Schweiz ist das die Waffenbehörde mit auf der Börse. Da kannst du hingehen und dir deinen Waffenerwerbschein direkt auf der Börse holen. Respekt und Anerkennung. Hut ab, das ist eine super Aktion von euch. Das ist ein Bürgerservice, oder? Da könnten sich viele deutsche Behörden eine Scheibe abschneiden. Sie haben waffenrechtliche Beratung durchgeführt und so weiter. Das kennen viele, das kennen auch viele Deutsche. Das ist so die Broschüre, die müsste von FEDPOL sein. Genau hier, Bundesamt für Polizei, FEDPOL. Ganz wichtig, wenn ihr euch für Schweizer Waffenrecht interessiert, wenn ihr rüberfahrt, wissen wollt, was dürft ihr mitnehmen und so weiter, die könnt ihr im Internet runterladen. Waffen sind Imitationswaffen, Softwarewaffen und so weiter. Jetzt kommt, ich erzähle euch heute was, da mache ich sicher irgendwann noch ein eigenes Video dazu. Die Schweiz hat in vielen Punkten ein viel strengeres Waffenrecht als Deutschland. Viel strenger. Für den Import jeder Schreckschusswaffe, Luftpistole, Softwarewaffe, Modellpistole in die Schweiz ist eine Erlaubnis erforderlich, weil es Waffen nach dem Waffengesetz sind. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Nach Deutschland kann man jede Luftpistole, Schreckschuss und so weiter mitnehmen, wenn sie den Regularien entspricht natürlich. Ja. Aber das Verbringen, der Import ist erlaubnisfrei. In die Schweiz nicht. In die Schweiz darfst du nicht mal eine Luftpistole mitnehmen ohne Importgenehmigung. Waffen sind. Keine Waffen sind. Pfefferspray.
Wichtiger Grundsatz für alle, die in diesem Bereich Österreich, Schweiz, Deutschland unterwegs sind: Kauft euch das Pfefferspray in Deutschland, steht hier Abwehrspray drauf, und dann habt ihr in der Regel keine Probleme in Österreich und der Schweiz. In der Schweiz müsst ihr sehr aufpassen, was ihr kauft, weil dann oft nicht hier Abwehrspray drauf steht. Schweizer Armeetaschenmesser ist keine Waffe. Gefährliche Gegenstände, sehr interessant. Mache ich vielleicht mal im extra Video. Erwerb von Waffen. Meldepflichtig und so weiter. Es ist nämlich das Schweiz, wie ich sagte, das Waffengesetz, das Schweizer Waffengesetz ist in vielen Punkten strenger als das deutsche. Ausländische Staatsangehörige ohne Niederlassungsbewilligung. Hier. Angehörige bestimmter Staaten dürfen in der Schweiz grundsätzlich keine Waffen erwerben. Das Schweizer Waffengesetz ist ganz klar auf Ausländer gerichtet. In der ganzen Struktur des Waffengesetzes. Erstens, man darf nichts importieren ohne Erlaubnis. Und dann auch, das wäre in Deutschland nicht durchsetzbar, dass man sagt, türkische Staatsangehörige, serbische Staatsangehörige und so weiter dürfen keine Waffen erwerben. Das hat aber nicht den Hintergrund, dass man sagt, oh, dass das mit Kriminalität irgendwas zu tun hat, sondern das hat etwas mit Bürgerkrieg zu tun. Während dem Balkankrieg ist das erlassen worden und dann wollte man verhindern, dass sie Waffen ins Bürgerkriegsland ausführen. So, und jetzt aufgepasst: meldepflichtige Waffen. Ein Mustervertrag. Es muss ein Vertrag ausgefüllt werden. Beim Erwerb Paintball-Waffen, Luftdruckwaffen, da muss ein Vertrag aufgesetzt werden. Das fragt mich nicht nach den genauen Regularien, habe ich mich gerade nicht schlau gemacht, nicht mit beschäftigt. Das ist viel strenger als in Deutschland damit. Bewilligungspflichtig. Verboten. Elektroschocker sind verboten. In Deutschland sind sie erlaubt. Dolche sind in der Schweiz verboten. Springmesser. In Deutschland ist es erlaubt, in der Schweiz verboten. Auch das, ich hatte extra mit Fedpol Kontakt, auch dieses Rettungsmesser von Böker ist in Deutschland erlaubt, in der Schweiz verboten. Das Kleine ist auch in der Schweiz erlaubt. In der Schweiz dürfen sie ein bisschen länger sein. Ja, Hohlspitzmunition in der Schweiz verboten, in Deutschland erlaubnispflichtig. Einfuhr von Waffen erfolgt mit Bewilligung von FedPol. Waffen tragen und so weiter. Waffen tragen ist sehr ähnlich wie in Deutschland. Sehr, sehr ähnlich geregelt. Gut, habe ich lange erzählt. Ich hoffe, das war irgendwie interessant für euch. Keine spektakulären Informationen in das Video gehabt. Wie immer, ich hoffe, euch geht's gut. Und ich will die Uzi haben. Die Uzi, die hätte ich echt gerne mitgenommen. Da war so viel, was ich gerne mitgenommen hätte. Ja, also viele Grüße gehen raus an alle Schweizer, die eine Uzi haben. Ich hätte auch gerne eine Uzi. Uzis sind halt einfach, es hat halt einfach Stil, so eine Uzi. Macht's gut.